Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat die Bundestagsbüros für die Altkanzler Schröder und Merkel in Frage gestellt. Er verstehe zwar, dass das Gemeinwesen seinen obersten Vertretern nach deren Tätigkeit besonders würdige. Ob dies aber, abgesehen vom Amt des Bundespräsidenten, unbeschränkt auf Lebenszeit zu gelten hat, daran habe er seine Zweifel. Das sagte der FDP-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Altkanzler Schröder steht wegen seiner Tätigkeit für russische Staatskonzerne ja heftig in der Kritik. Gegen ihn läuft bereits ein Parteiordnungsverfahren, das zu einem Ausschluss aus der SPD führen könnte.